Aber hier ist halt... Der Wind steht wieder in die Richtung, ne? Das ist immer blöd hier mit dem Wind. Ja. Ja, sagst du. Sehr gut. Maultierhirsch. Tierart. Ja. Da geht die Spur lang. Soll man der Spur folgen? Aber das Geräusch kam ja von der anderen Seite. Das wäre also kontraproduktiv, würde ich sagen. Außer die sind natürlich schon wieder abgehauen. Schwierig, schwierig. Alles nicht so leicht. Die Spuren gehen eindeutig in die andere Richtung. Und an den Tränken ist nix. Kein Hirsch zu sehen. Kein Reh, nichts. Ja, toll. Das ist aber ein Wapiti. Und ein Wapiti braucht man nicht. Wir brauchen den anderen Bock. Oder ich sollte vielleicht mal probieren. Ah, hier sind so viele Spuren. Maultierhirsch. Ich bin halt genau im Wind. Das ist super dumm eigentlich. Ich müsste eher so rum. Und da hinten. Da hinten im Wald. Die werden weg sein durch meinen Geruch natürlich. Das ist halt super, super doof mit dem Wind. Aber die Wapitis, die werden abgehauen sein. Vielleicht doch einen anderen Tag noch kommen, wo der Wind besser steht. Wo der nicht genau in diese Richtung dreht. Damit man sich besser anschleichen kann. Wo er vielleicht genau von der anderen Seite kommt. Aber, na gut, warum sollte er aus dem Wald kommen? Das ist Quatsch. Der wird immer hier von der Seite kommen. Oder halt versuchen, 17 Uhr vorbeizukommen. Dass wir erstmal in ein anderes Gebiet gehen. Was haben wir hier? Wapiti wirkt frisch. Ja, die haben wir gerade vertrieben. Dass wir erstmal in ein anderes Gebiet gehen. Bisschen Geld verdienen. Und irgendwann 17 Uhr mal wiederkommen. Wenn die hier am Grasen sind, wie das letzte Mal. Und vielleicht ist ja unser Kollege Hollywood dabei. Und wir kriegen doch noch was. Ja, ich glaube, das werde ich machen. Wie spät haben wir es jetzt inzwischen? 9:26. Ja, und da ist keiner am Wasser. Enzyklopädie. Da erzählst du aber Blödsinn. Ja, jetzt hört man hier auch nichts. Ich dachte gerade, da oben war ein Vogel, aber das war bloß meine Markierung, die ich selber gesetzt habe.
Ich hatte vorhin da unten noch einen Weißwedelhirsch gesehen. Aber jetzt ist er auch weg. Ich habe den von dem Turm aus getötet. Also von dem Hochstand hier. Ja, das hatte ich mir vorhin auch schon überlegt. Dann ist bloß die Frage, zu welcher Uhrzeit man kommt. Was war das? Ich glaube, wir machen noch einen Versuch für heute. Ich gehe zurück zur Lodge. Schlafe noch mal bis, ja, keine Ahnung, kurz vor 5 oder so. Also, dass wir noch genug Zeit haben, rüber zu gehen. Zu dem Hochstand am besten. Und dann versuch mal die letzte Runde für heute. Ich weiß nicht, wie spät haben wir es jetzt? Ja. Dann versuchen wir die letzte Runde für heute. Uhr 33, sind wir eine halbe Stunde da drüben? Weil um 5 gehen die fressen. Ich gehe mal lieber hier. Ich mache mal lieber 3.33 Uhr. Da gehen wir halt in der Nacht rüber. Ist wurscht. 3.33 Uhr haben wir es jetzt. Okay. Tür öffnen. Wir haben ja ein Lämpchen. Das ist ganz gut. Und wir machen jetzt einfach, dass wir da rüberkommen. Schön, dass es hier automatisch laufen gibt. Das ist sehr angenehm. Oh, jetzt stockt er aber ganz schön. Liegt das an der Capture Card? Nicht. Nö. Die ist aber nicht so warm. Also an der würde ich sagen, liegt es nicht. Ja, und wie gesagt, dann gehen wir jetzt nochmal darüber, machen letzten Versuch für heute, unseren Hollywood zu kriegen. Und ansonsten ist für heute dann erstmal Schluss, wenn wir es nicht schaffen. Und meine Batterie vom Wireless-Controller ist auch schwach, also perfekt. Ja, wir wandern einfach rüber. Umso besser kriegen wir die Perks auch für. Da hüpft gerade einer weg. Mehrere sogar. Naja, hier wird er ja nicht dabei gewesen sein. Der ist ja da drüben in seinem Gebiet. Wir latschen einfach mal rüber. Ach, ist ja hell genug. Wir sind auf keiner Jagd. Alles ist gut. Also, jetzt noch nicht. Wir versuchen es. Kriegen wir schon hin. Und wie Jesus das vorhin schon gesagt hat, es ist das Spiel. So funktioniert das. Ja, da drüben, den könnten wir abknallen. Nein, wir bleiben jetzt an der Aufgabe dran. Wir versuchen das. Wie viel müssen wir dann eigentlich noch laufen? Oh, wir haben es bald. Wir haben das erste bald. Und dann sind wir auf jeden Fall schon 15% leiser beim Laufen. Oh, hier genauso. Gehe 30 Kilometer in Aufrechterhaltung. Es wird auf jeden Fall, es wird. Man muss sich einfach nur bewegen. Was war das hier? Laufen füllen. Jagdgespür funktioniert auch im Gehen. Oh, das wäre halt auch sehr gut. Da muss man einfach noch mehr analysieren. Das wäre, glaube ich, sehr praktisch, wenn das im Gehen auch funktioniert, dass man nicht immer stehen bleibt, um Spuren und sowas zu sehen. Damit würde schon einiges schneller gehen, würde ich meinen.
Ich gehe mal auf die Straße. Nicht wundern, wenn ich die Augen so zusammenkneife. Aber durch das Gegenlicht, was ich hier habe, sehe ich natürlich im Dunkeln etwas schlechter, was hier los ist. Oh, hallo, kleiner Dachs. Tschüss, kleiner Dachs. Viel Spaß dir noch. Ja, so kann es auch gehen, ne? Rennen sie dir einfach an den Füßen vorbei. Nett. Nee, das sind Büsche. Ja, ich erkenne das jetzt durchs Gegenlicht natürlich nicht so gut. Was hier im Dunkeln versteckt ist. Deswegen ganz gut, dass ich eine Mütze auf habe. Da kann ich das Gegenlicht mal kurz ausblenden für mich. Achso, meine Gegenlichter sind auch angekommen heute. Ich freue mich. Das Paket wurde von einem Nachbarn angenommen. Meine Klingel hat natürlich mal wieder nicht funktioniert. Wie so häufig. Da hinten ist was. Das ist aber keiner mit Geweih. Und hier ist eine ganze Gruppe, sehe ich gerade. Oh. Durch das Gegenlicht echt schwierig. Jetzt ist die Frage, sind das die richtigen oder nicht? Tja. Gleich mal lieber. Ich versuche ein bisschen näher ranzukommen und zu gucken, was das für welche sind. Ich kann es halt echt gerade schwierig erkennen durch das Gegenlicht, was ich hier habe. Und weil es so dunkel ist. Wir gucken mal. Ja, noch nicht angezeigt halt. Habe ich die Sicht an? Ja. Wäre schön, wenn er mir das anzeigen würde, was das für welche sind. Und ob mein Bock dabei ist, den ich brauche. Mein Hollywood. Ja. Und hier sehe ich sie nicht mehr. Ich jetzt aufstehe. Wo sind sie? Sie sind weg. Okay, jetzt habe ich zu viel gequatscht und jetzt sind sie weg, oder was? Ein Stück höher einfach nur. Aber da ist wieder der Wind in die Richtung. Schön, wenn es etwas heller werden würde. Nur ein bisschen. Das würde schon reichen. Damit ich hier was sehe. Oh, weg die Böcke. Oh. Nein, geh raus. Mensch, was macht der denn? Hier muss ich drauf drücken.
Okay, ich gehe einfach mal in den ersten Turm. Und dann, hopp. Na, hier kommt er nicht rüber. Zu hoch der Stein. Da ist der Turm, ne? Ja. Und dann gehen wir einfach mal da rein. Schauen mal, ob wir was sehen. Oder ob ich was sehe. Das ist es ja eher. Weil mein Licht hier gerade so blöd ist. Ich sehe gerade nichts. Hier auch nicht. Nope. Ja, fürs Jagen auf jeden Fall ist das Gegenlicht jetzt natürlich sehr unpraktisch. Ja, ich wollte schon sagen, kann ich hier nicht rein? Weil ich dadurch sehr viel weniger sehe gerade. Sehe ich gerade nichts mehr. Vielleicht doch noch zum anderen Turm laufen. Ich meine, so weit ist er nicht weg. Und ich hoffe ja immer noch, dass es da oben, dass die da auftauchen. Wie spät haben wir es? 4:30 Uhr. Ich versuche noch zum anderen Turm zu kommen. Und ja, wenn wir es heute nicht mehr reißen, dann ist es halt so. Das gehört zum Spiel. Und dann schauen wir mal in der nächsten Runde, wie es weitergeht. Okay. Nö, nö, nö. Keiner in Sicht, warte mal. Jetzt spielt's mir. Jetzt spielt's mir wieder Streiche. Der Bildschirm. Wenn ihr irgendwas seht, schreit ruhig. Wie gesagt, gerade ist es bei mir ein bisschen schwierig, durch das Gegenlicht was in der Dunkelheit zu sehen. Da oben. Ich sehe was. Da sind sie. Ich muss mal ganz kurz das Licht ein bisschen dimmen. Oder am besten ausmachen. So, jetzt seht ihr mich zwar vielleicht schlechter, aber das ist ja egal. Wir wollen ja den Bock haben. Okay. Ist der da dabei? Das könnte er sein. Das hier oben, das könnte er doch sein. Ich versuche ranzukommen. Näher. Wir könnten ja auch einfach mal das Gewehr nehmen und uns mal angucken. Da kommen wir ein Stückchen näher, glaube ich. Mit dem Zoom. Naja. So viel näher auch nicht. Oh, ich wollte gerade sagen, was war denn jetzt? Spiel hängen geblieben. Ja.
Ich versuche mich ranzuschleichen. Gucken. Die Hauptsache ist, wir verlieren halt nicht. Oder die Gruppe im Allgemeinen. Aber die sind noch da. Und das da oben, das könnte der doch sein, oder? Hollywood, da ist er. Das ist er. Okay, puh, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Wir haben ihn auf jeden Fall. Und ja, jetzt muss er bloß noch da bleiben. Anderes Gewehr. Ich versuche mein Bestes. Ich kann nichts versprechen. Okay. Wie weit sind denn die weg? Das reicht sogar. Der steht nicht gut. Der steht nicht gut. Ich versuche noch ein Stück näher zu kommen. Oh, ich bin richtig nervös gerade. Ich bin gerade super nervös. Und ich weiß gar nicht, ob ihr mich jetzt gerade überhaupt seht, weil es so dunkel ist. Nein, ihr seht mich nicht mal. Egal. Egal, ob ihr mich seht oder nicht. Ich kann höchstens das noch mal ein bisschen heller machen. Da seht ihr mich wenigstens ein bisschen. Ah, der steht so beschissen. Jetzt haut er auch noch ab. Bleib bloß hier, du Bock. Bleib bloß hier. Okay, noch steht er da oben. Ich muss ein bisschen in eine andere Richtung. Ansonsten baller ich den im Arsch. Ist mir egal. Oh, Junge, Junge, Junge. Komm schon, jetzt haben wir schon eh mal... Jetzt sind wir schon einmal an ihm dran. Jetzt müssen wir den doch kriegen. Ist er das? Oh, jetzt habe ich ihn aus dem Blick verloren, oder was? Ist er jetzt weitergelaufen? Der in der Mitte ist es, ne? Welcher von den drei ist es jetzt? Scheiße. Hollywood, der in der Mitte. Komm schon. Ich muss doch bloß einen guten Schuss, muss ich doch bloß hinkriegen. Der steht halt immer mit dem Rücken zu mir. Ich bin so nervös gerade, das ist so unglaublich. Soll ich es von hier aus versuchen? Ich versuch's von hier aus. Ich versuch's, oder? Das ist nicht die perfekt, ist nicht gut, es ist echt nicht gut von hier, aber ich muss es versuchen. Ich hab mal erwischt. Aber ich glaube nicht gut. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich gehe mal gucken. Weil jetzt ist er eh weg. Ich bin zu ungeduldig, glaube ich, ne? Ich bin zu ungeduldig.
Aber ich hatte halt auch Angst, dass er wieder abhaut. Ah! Hilfe! So, hier ist der Blick wieder. Aber auf jeden Fall war das jetzt die richtige Zeit. Jetzt sind sie fressen gewesen. Der Schuss war aber nicht gut. Der war überhaupt nicht gut. Aber getroffen habe ich ihn. Es ist Blut gespritzt, das habe ich gesehen. So, der stand doch hier vorne, nicht wahr? Standen die nicht genau hier? Freunde? Ah, hier. Hier, ich habe es gerade gesehen. Gerade hat es geleuchtet. Was haben wir denn? Kleine Menge Blut, Verunreinigung, klar. Tier überlebt. Scheiße. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Und natürlich ist der Bock jetzt weg. Ah, so ärgerlich. Ah, ich hatte aber auch Angst, dass er abhaut. War nicht gut. Der war nicht gut. Schade. Echt schade. Naja. Oh, jetzt ärgert mich natürlich. Mann! Aber da brauche ich gar nicht hinterher. Also, ja, der ist weg. Der ist weg, der Hirsch. Oh. Tja. Müssen wir beim nächsten Mal nochmal probieren. Weil das bringt jetzt auch nichts, nochmal zurückzulaufen und nochmal. Ich guck mal ganz kurz auf die Uhr. Ja, das bringt jetzt nichts mehr. Wir wissen aber, und ich werde es mir tatsächlich gleich mal aufschreiben, weil ich solche Sachen sonst vergesse, dass wir. Ich mache erstmal wieder das Gegenlicht an, damit ihr mich auch wieder seht. Hi, hi. Da bin ich wieder. Wir machen das mal ein bisschen leiser hier. Nicht leiser, weniger. Und wir haben Hollywood. Damit ich mir das behalte. Wir sind von der Lodge. Oder von der Hütte sind wir 3.33 Uhr losgegangen und haben sie dann unterwegs beim ersten Turm gesehen. Auf jeden Fall. Und dann sind die rübergewandert zum zweiten Turm und konnten, ja, und da konnten wir den ersten Schuss sozusagen setzen, aber der war halt nicht gut. Aber da laufen wir da einfach los und ja, ich schreibe mir auf zum ersten Turm. Damit ich weiß, wie wir das gemacht haben. Ja, war leider zu schnell. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Ich war leider zu fix mit meinem, ja, Finger am Trigger der Waffe. Ah, schade. Ärgert mich natürlich. Aber der ist für heute weg. Der kommt nicht nochmal wieder. Wir gehen zurück zur Lodge. Und dann machen wir für heute Schluss. Zack. Ja. Das hat Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Bin ich, ja, sehr erfreut. Ich will mich ans Feuer setzen oder sowas. Da ist sogar schön hell. Machen wir auf hier die Türe. Oh, hübsch hier.
Kann man sich hier hinsetzen? Das wäre auch schön. Kann man nicht. Wir können nur stehen. Naja, dann guck mal, ganz knisternde Feuer. Schön. Ja, liebe Leute. Das war wirklich schön. Tessie freut sich, dass ich endlich aufhöre und ihn streicheln kann. Und ja, hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Für 25 Euro hat es sich eindeutig gelohnt, das Spiel zu holen. Und ja, ich würde sagen, wir starten das auf jeden Fall beim nächsten Mal. Also nicht beim nächsten Stream oder sowas. Wir können ja gerne reingucken, schauen, ob wir die Mission dann kriegen, ob wir Hollywood kriegen. Und ja, weiß noch nicht. Wie gesagt, es ist... Welcher ist denn heute? Der 22. Nee, nicht 22. Der 3.2. So lange ist es halt auch nicht mehr hin zu Harry Potter. Ich muss halt... nicht Harry Potter, Hogwarts Legacy. Ich muss halt gucken, wann ich ja, das nächste Mal streame, beziehungsweise ja, in dem Sinne, wann ich Zeit habe, da einige Sachen jetzt auch bei mir anstehen und ja, man sich ja nicht nur darauf konzentrieren kann, aber macht mir auf jeden Fall super viel Spaß. Ja, ich wünsche den Leuten auf YouTube erstmal, weil ich die Folgen hundertprozentig mit hochlade, alles Gute für den weiteren Abend. Kommt gut nach Hause und ich sag mal Tschüss an YouTube und im Stream. Ja, bin ich aber auch gleich raus. Erstmal. Ciao, ihr Lieben. Und ich hoffe, beim nächsten Mal sieht man sich wieder.